Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Session Red Dead Redemption 2. Ja, schön, cool, super cool. Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Sei gegrüßt, weiser Kadaver. Und ich muss mich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen reinfuchteln. Aha, okay. Wir werden wohl bei uns hier in der Hütte herhocken. Ich weiß gar nicht, komme ich hier irgendwie weg? Ah ja, alles klar. Hey, wir sehen gut aus. Also fast frisch rasiert, Klamotten sind sauber. Die letzte Schlägerei ist auch schon wieder ein bisschen her. Okay, ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was überhaupt los ist. Das war normal, pass auf, wir haben hier irgendwie Tagebuch, ja, da könnten wir jetzt ein bisschen drin lesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder ein paar Folgen We Happy View hinter mir. Ich lasse das mal. Wir haben da unten noch Markierungen. Die Karte war hier zu finden. Oh jo, stimmt ja, wir sollten ja Fotos machen von irgendwelchen Gunslingern. Emma Granger, laut der Notizen auf Leons Foto sollte sich Emmett Granger hier irgendwo befinden. Das ist bestimmt die Ur-Ur-Oma von Hermine. Da müssen wir uns auf Magie einstellen, Freunde. So, was haben wir hier? Reverend Swanson. José hat dir gesagt, dass Swanson unten am Bahnhof am See etwas gefunden hat. Die gelben Dinger, nehme ich mal an, die gehören zur Story. Und die gute Winnie, lieben Gruß an die Süße, gute Besserung. Die hat mir gesagt, ich sollte auf jeden Fall noch ein bisschen in der Story weiter zirkeln. weil ich dann auch Pferde fangen kann und so weiter. Nee, Kadaver, aber heute Morgen war die Nacht um 2 Uhr Ende. Und dann höre ich mich meistens so an und ja. Ich nenne das dann immer meine erotische Stimme. Quasi, wenn ich durch bin, dann höre ich mich so an. Du, oder krank. Oder krank. Naja. Ich meine, im Endeffekt wird ja beides mehr oder weniger voneinander abhängig sein. Wenn man krank ist, ist man auch durch. Dingt das eine. Ne? Ah, es ist schön hier. Aber ich muss erstmal wieder locker reinkommen. Also, wenn wir die gelben Dinger machen, denke ich mal, geht es in der Story weiter. Und das sollte ich halt laut Winnie auf jeden Fall mal machen. Ein bisschen noch in der Story weiter vorstellen. Und ich soll mich genauer umsehen, damit ich auch alle Zigarettenbilder finde irgendwie. Deswegen, Morgen. deswegen denke ich mir, wäre es sinnvoll, direkt mal weiterzumachen. Guck mal, hier, K will was von mir. Good morning, Arthur. Dann wollen wir noch mal schauen. Ja, nee, da muss man nicht mit mir leiden, Kadaver. Das ist, ist halt so, ne? Ist halt so. Ach, der liegt da wieder hinterm Wagen, oder was? Echt jetzt? Alter, hast du eigentlich sonst noch was anderes zu tun? Nee, das ist der gar nicht. Der steht hier. Ich muss den befragen. Oh, wir können wieder einen verkloppen. Verärgern wir erstmal. You got some speaking to do, your not that old gang of yours. I said. I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems the cat so has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister, I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Das ist quasi so die Urversion von guter Brille, böser Brille. Guter Gangster, böser Gangster. Just gonna cause you trouble. Du, 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 du. Oh, das wird aber spaßig. Eunice was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where old Driscoll's holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. Oh.
I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gilded. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Ach du meine Güte. Ja, ja, ist was kaputt. Ich hab völlig wieder daneben gedrückt. Ich muss mir wieder angewöhnen, auch zu gucken, ob das auch wirklich passiert ist, was ich getan habe. Cool, wir haben ein Wurfmesser. We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. And in nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. Gut, unser Hotte dürfte das hier sein. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right. So, mal. So, wenn ich jetzt X gedrückt halte, bleibt er doch eigentlich direkt mit dabei. Und wenn ich zweimal drücke, dann geht er mit an die Spitze. An die Spitze des Eiscremes. Der Saddle with an old Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn! You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dud said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. Driscoll, it's okay. Frag mich mal. Williamson. Oh, hoppla, hopp. Das war wieder Sekundenschlaf, well, verstehst du? Even you can't screw up killing O'Driscoll's. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Danu. And I guess you're good here. Unless some soft-handed feller comes along and tells you you've gone too far. What are you talking about? Fighting that big bullock up in Valentine? How wise you think beating a man to death would have been, with all them folks looking on, when we supposed to be laying low? I saw your eyes, Morgan. You didn't go clever, you went soft. I'll take it. After all, you are an authority on not being clever. Ich muss mal akzeptieren, dass du der the Fachmann bist, wenn es nicht schlau sein geht. Schön formuliert. Das ist you echt geil. Comb go free? I was fighting Combe when you was pretending to fight Indians. Ah, was für eine coole Gegend, verdammt. Ich hab gar keinen Bock hier. Naja, egal. Wir müssen aber einfach ein bisschen Story spielen. Da waren Schafe. Komm, machen wir noch ein bisschen Kinomodus. Kann ich mich ein bisschen entspannen hier. Sekundenschlaf, wisst ihr? Sekundenschlaf. In meinem Alter ganz normal. Nur im Verkehr darf euch das nicht passieren. Also mit der Bahn schon, im Bus auch. Aber nicht, wenn ihr den Bus fahrt. Wäre blöd.
You all ain't that different from the O'Driscolls. Was war das? Warte mal, Alter. Da hat ja sogar mein Bier. Was ist das? Hey, what's it? Untersuchen. Sofort. Traumfänger 1 von 20 entdeckt. Was? In der Riesenwelt? Nur 20 Traumfänger? Traumfänger. Du hast in der Wildnis Traumfänger entdeckt. Finde alle Traumfänger, um ihr Geheimnis zu enthüllen. Ja, das wird nie was. Echt, Freunde. Was, was denkt ihr, wer das spielt hier? Ich. Apropos, warte mal, also da müssen wir doch direkt mal reingucken. 2. Ja, die Fool. 2. Da ist das Wurfmesser, ne? Nö, das ist ein Nahkampfmesser. Langwaffenrücken. Wurfwaffen. Da. Wurfmesser. Okay, nehmen wir. Also müssen wir jetzt nicht unbedingt in der Hand halten, aber. Schon mal so als gleich greife ich zu und dann fliegt's los irgendwie. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. Maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so. Tell us then. How we like those mongrel dogs. Aber der hält nicht wirklich Schritt. You're outlawed like them. Da muss man echt schon auf diesen Film. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Da war schon. Achso, das war er. Weil die mich, was rempelt ihr mich denn an, ihr blöden Typen hier? Mensch. Mit seinem Brauereifeld hier. Alter. John, shut that boy up. God damn it, Arthur. Enough out of you. We're almost on. Now. Also er ist nicht so verbunden mit seinem Pferd, ne? Wenn man sich das mal anguckt, das zieht ganz schön rum. But if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, okay. We move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay. Okay by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Dum, 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 dum. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. Was immer du sagst, Bruder. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Halte N1 gedrückt, wenn du dich in der Nähe des Feldes befindest, um die Waffen durchzugehen, wie du mitführst. Leise Waffen wie Bögen oder Wurfmesser für Geräusche oder Angriffe. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Ey, du solltest mal deine Bremslichter reparieren. Ich rempel hier die ganze Zeit. You gonna get them knives? I said easy. I said easy. Okay. Follow me. Ach ja, der wollte ja eigentlich, dass ich hier mal so ein bisschen, ne, so hier. Und ja, aber wir führen die ja schon mit. Wir haben die Wurfmesser mit eingesteckt. Ach so, wenn ich hier nebenstehe, kann ich sofort auswählen. Entschuldigung, Nahkampflampe ist immer gut. Aber, nee, okay, alles klar, komm. Wir haben sehr und Otis. I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now, come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Fehlt gleich nur noch so ein Adlerschrei. Okay, get down. Cabin's in the clearing down there.
There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? Well, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze flying likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? Eigentlich müssen wir da sofort alle ein Wurfmesser irgendwie. Was war dann? Dann der Driscoll? Bill? Don't move. You want me to take him? Nee. Ja doch, komm. Wir schicken mal Bill. He's yours, Williamson. Okay. I got him. Up the sun down, soiling my drawers in the spot. Hey, the next two. What's the plan? Moving on the camp. I left our guide up there. Yeah, das ging ja gut. Puh. Alter Falter, hab ich jetzt. Ui, mein Bauch so, verstehst du? Mal wieder tief durchatmen, Freunde. Die sind alle hinterm Baum und ich stehe hier so dumm rum. Kann ich hier irgendwie die Leute besser sehen mit meinem Special Super Jägerblick? Na, wohl noch nicht, ne? Ich kann aber sehen, woher ich rieche oder wohin ich rieche. What are we doing about him? Ja, ich vertraue dir. Quiet, Marston. Okay. Get your hands dirty. Ah, der hier auf dem Baum, ne? Aber was ist das spannend? Jesus. Sauber. So, da hinten ist eins. Now what? Zwei, drei, vier, acht. Meine Güte. So, und dann schicken wir mal die Bande los und übernehmen den Rest, ne? Let's go. How you doing, O'Driscolls? Glad to see ya. Einfach mal Massaker. It's on. We move quick. We move hard. Come on, then. Come on. That was the ride we've done for years. Die, you drunk idiots. Give us Colm. This is done. Come on. Back to the cabin. Let's make a stand. Run. Don't run away from me. Give up, O'Driscoll's. We got you beat. Oh, fuck. That's how they hit the gear. Nein. Oh. Ein wenig unkontrolliert. Liegt am Sekundenschlaf, ganz klar. Von woher kommen die denn überall, verdammt Sarke? Alter, fällt er jetzt von da drüben, okay? Ja, genau. Beweg dich. Genau, der hier. Und der damit ist. Au! Voll ans Ohr, ey. Hey. Come at me, you Irish bastard. Voll ohne Deckung hier am Rumhängen. Komm hoch. Alter, Alter. Okay, das war's. Colm still here. Hey. He said Colm be in the cabin. Oh, eieieiei, das war jetzt ein super entspannter, gemütlicher Einstieg. So voll gechillt in den Wilden Westen, der hier der Osten ist im Moment. Hey, yeah. Läuft.
So, jetzt wissen wir, was, ich kann da was. Ja, Familie Frosch grüßt euch alle da draußen und wünscht euch viel Spaß. So, ich muss da wohl noch jemanden suchen, ne? Ich hoffe, dass wir danach noch looten können. Hüftschuss tot. You all right? Sure. Thank you. Ach, der Verräter, cool. Jo, das ist immerhin etwas. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Come on, Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. Da haben wir ihn wohl nicht erwischt. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there? Yeah, genau. Without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, right. I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Yeah, right you are. Na gut. Lassen wir ihn also erstmal in Ruhe. Ich such die Hütte. Das ist eigentlich immer was ganz Nettes, ne? Das ist chillig. Da kann ja nichts passieren, oder? Weiß nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir danach noch ein bisschen hier rumlupen können, weil wäre ja schon schön, hier noch ein bisschen was zu bekommen. Oh, lecker. Guter Bourbon, Kinder. Das ist cool. Die Wurfmesser gefallen mir. Haben gute Arbeit geleistet. Und dafür, dass wir das ja jetzt schon die ganze Zeit wieder mal nicht gespielt haben, ist das ja jetzt mal recht gut gelaufen. Also ich meine, klar, ist immer noch typisch ich, aber... Oh, Schlangenöl. Mhm. Das hat doch irgendwas mit unserem, ich nenne es immer Bullseye zu tun, glaube ich. So, was? Ablegen Repetierkarabiner und dafür nehmen die doppelläufige Flinte. Eigentlich eher weniger. Erz zum Pferd bringen, aber das Pferd ist jetzt ganz schön weit weg, ne? Ich könnte eventuell den Bogen ablegen und dafür, aber das geht ja auch wieder. Aber eine coole doppelläufige Flinte. Hm. Ja. Schweren Herzens würde ich das tun. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Und ansonsten haben wir eventuell die Möglichkeit, hier ja auch mal wieder hinzukommen. Wo? Ah, da ist Valentin. Da ist unser Lager. Ja, gut, okay. Na, dann könnte man sich eventuell, wenn man noch dran denkt. Dann könnte man sich den über eventuell mal mitnehmen. Den Schießprügel. Ginseng-Elixier. Ja, das war jetzt aber auch super. Haben wir durch. Die Knarre haben wir an der Wand hängen. Und im Chimney war aber nichts. Also wir gucken da jetzt nochmal. Eventuell hat das ja was damit zu tun, dass wir die Waffe da wegnehmen oder so, aber eigentlich weniger. Bam, bam, bam. War ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Also solche Zwischensequenzen mit Plündern und so ist echt, da kann man ja nochmal gemütlich durchatmen. Ja,
Ja, bei dem Gestank vielleicht weniger, aber... Weil so gesehen ist das ja völlig das entschleunigte Spiel, ne? Also... alles ganz easy. Was kann die arme Gans dafür? Da hinten klüngeln sie sich quasi, aber ich glaube, hier mal so ein bisschen... Wieso soll ich in die Hütte zurückkehren? Ich will die Zigaretten-Dings haben. Ach, jetzt hebe ich den auf. Nee, danke. Ich dachte, da läge was. Zack. Also in die Hütte können wir ja gleich noch zurückgehen. Was bekommen wir denn da? Lecker Mais. Es gibt gebratene Maissorte. Was? Angebrochene Arznei können wir nicht mehr nehmen. Nehmen. Können wir nicht mehr nehmen. Blöd. Aber wenig auch so. Den Oberadlerblick irgendwie. Für gute Sachen. Ja, da ist noch was auf dem Fässchen. Pflanzenfresserköder, aha. Oh, ei, da ist auch noch was. Cool. Ja, hier, schwarzgebrannter, cool, und ein Stück Käse. Ach, was will man mehr? Perfekte Frühstück, der perfekte Start in den Tag. Und schwarzgebrannter. Und ein Stück Käse. Jetzt hebt ihr den schon wieder auf, dabei vibriert ihr hier extra. Weißt du, was ich meine? Und sagt, hey, hey, hier ist was Wichtiges, aber der ist doch nicht wichtig. Aha, aber das ist wichtig. Revolver-Munition. Guck mal da. Hier, kehr in den Candy-Hütte zurück, ja. Und hier vorne ist voll, Rispeln aufheben. Voll die Kiste am Wagen hier. Ja, ja. Oder auch nicht. Menno. Ja, da, da, die, die, die. Da ist nichts mehr. Noch ein paar Leichen, die wir plündern können. Okay. Ah, halt. Das war auch wieder eine Leiche. Alles klar. Ist ja gut. Aufheben, aufheben, aufheben. Dann haben wir die wohl schon. Die Story wird wohl weitergehen, wenn wir in die Hütte zurückgehen. Einfach mal. Und je mehr wir hier plündern, desto mehr können wir ja auch für unser Dörfchen tun, ne? Für unsere Gemeinde. Hm, muss ich aber hier hoch, ne? Der liegt hier am Baum, in den Büschen bestimmt. So, dann gehen wir mal wieder zurück in die Hütte. Ach, guck mal, da wird sogar die Knarre angezeigt. Wird die mir auch auf der Karte angezeigt? Jo. Okay. So, mal eben Lucky Lucky. Hotty Hotty. Hotty ist hier hinten. Dann machen wir mal, Komm unverzüglich hier hin, Hotty. Entschuldigung, aber Familie Frosch freut sich halt mit dabei zu sein hier in diesem wilden Osten. Da kommt, seht ihr das? Da komm zu mir, Pferdchen. Gutes kleines Pferdchen.
Alright, boy. So. Nehmen wir dich mal mit. Führen dich mal eine kleine Runde, damit ich das mal wieder ein bisschen raffe. Ja, das ist echt cool. Füttern können wir auch. Haben wir eine stärkere Bindung zu unserem Zossen. Yeah. Naja, also ist schon ein Punkt mit uns aufgestiegen. Ein bisschen Mahagoni-Brauner. Ach so, ja, genau. Weswegen ich ja diesen ganzen Aufwand überhaupt betreibe. Wie mache ich das? Was war für Ziel? Oh, was habe ich denn hier gemacht? Okay. Aber hier kann ich doch jetzt nicht sagen. Ah, doch. Zack, jetzt tue ich die in die Satteltasche. Ah, so langsam ergibt es Sinn. In der 6. Stunde Red Dead Redemption 2 geht auch dem alten Sack mal ein bisschen ein Licht auf. Jetzt nehmen wir die Kleine. Kompendium aktualisiert. Bitte drücke den Optionsbutton und halte ihn gedrückt. Die doppelläufige Schrotflinte von D.D. and Peckenbush ist die Waffe der Wahl aller Kundschafter mit hoher Feuerkraft und auf kurze Distanz absolut tödlich. Sie kann schnell hintereinander 2 Schüsse abgeben und damit fast jedes Ziel augenblicklich ausschalten. Diese Waffe hat eine Munitionskapazität von exakt 2 Schuss und kann Standardschrotflinten, Brandschrotflintengeschosse und Explosivflintengeschosse verschießen. Hey, das ist genau das, was wir hier brauchen im Wilden Osten. Schon ziemlich cool, aber wir haben ja auch hier unsere Schrottflinte. Die ist, ich denke mal, die doppelläufige hat ein bisschen mehr Distanzkraft. Okay, Wurfmesser, Nahkampfwaffen, normale Waffen. Rebetti-Kabine, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Könnte aber ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben oder wir halt ein bisschen besser schießen können. Das wäre natürlich auch so eine Sache. Steck mal weg, das Ding jetzt. Hä? Achso. Ach, pflegen. Eieieiei. Benutze Blimblim, um die doppelläufige Flinte zu reinigen. Okay. Das ist ja geil. Pass mal auf. Perspektive wechseln. Aha. Reinigen. Wiener. Wuschi. Zustand 1a. Reichweite, ja, für eine Schrottflinte ist das perfekt. Feuerrate, ja, wegen Bam Bam, ne? Nachladezeit, ja. Können wir aber anscheinend pimpen irgendwie. Denn da sind ja noch graue Stellen, würde ich da jetzt mal so sagen. Die wir da bestimmt durchsuchen. Jetzt können wir den Kamin auch durchsuchen. Siehst du, was ich meine? Ja, so, ne? Steck mal weg. So, wegstecken ist... Wir suchen mal in den Kamin. Ah! Hätte ich zu ihm sagen sollen, Schulter sie. At least you got something tucked away. Das war jetzt ein sehr witziger Satz. Nein! Geil! Achtung, auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich der Spielstand automatische Speichern. Jedes Männer und eine Frau. Ja, komm, mach mal. Achso, muss ich drückt halten. Bandenanteil 300, mein Anteil 100. Ja, ist mir Wurst. Wir haben echt was für die Gemeinde getan. Da können wir echt fast noch was von abdrücken. Wenn wir nicht gute Klamotten brauchen würden, um halt nicht aufzufallen. Vor gibt's ja auch, okay, Window Rock. So langsam an Dakota River. Cool, das sagt mir sogar was. Aha. Oh, okay. Flaco Hernandez. Laut den Notizen sollte der da rumhängen. Ja, später. Aber jetzt eben hat doch da was pulsierend. Kopfgeldjagd. Ankel hat erwähnt, dass er beim Sheriff in Valentine Kopfgeld geben könnte. Ach so, da können wir denn hin und dann sagen, hey. Sheriff, ich bin der Neue in der Stadt. Man hat mir gesagt, dass du was zum Jagen hast. So ungefähr. Also, irgendwie so. Hui. Bravo, Iso.
Aha. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall zurück und dann auch endlich mal irgendwie hier zu Reverend Swanson. Das ist ja schon ziemlich lang auf unserer Agenda. Was ist denn jetzt unser Ziel? Ab nach Hause oder was? Treten wir mal noch so ein bisschen die Kanne durch die Gegend, ist auch cool. Cool, jetzt haben wir so eine super krasse Flinte. Alright, boy. Alright. Dann lass uns mal los. Nur wohin? Wohin? Oh ja. Nach Mexiko. Echt mal da vorbeischauen? Nee, ich denke, wir hoppeln mal gemütlich Richtung nach Hause und wollen mal gucken, was hier. Entweder Hosea, Dutch oder Leopold Strauss. Leopold Strauss? Okay, das ist doch der Bruder von Levy. Und Reverend Swanson. Und hier kriegen wir Möhren, oder was? Ist hier Möhren? Möhrenzucht? Cool. Sind das eventuell... Lass mal eben den Mopedfahrer hier vorbei knottern mit seinem Mini-Ding da. Sind das eventuell Hinweise darauf, dass wir hier bestimmte Pflanzen und bestimmte Tiere finden? Oder finden können? Das ist ja cool. Ja. Also, das ist geil. Das spornt an. So. Kompendium, ne? War doch irgendwie... War das nicht hier? Müssen wir halt hier hin. Oh, das. Und dann... nee. Das war doch hier irgendwo. Arthur und Pferd. Ja, wie geil. Noch Informationen über die. Ah, Fortschritt, Kompendium. Da haben wir doch bestimmt noch ein, zwei Sachen. 4 von 178, okay. Ja. 2 Zigarettenbilder, ich bin wirklich gut. Krass. Aha. Eigentlich noch gar keine Mission, war es doch 9 Stück, aber von unbekannt vielen. Oh, wir haben ja echt noch einiges vor uns, Freunde. ich wollte nach Hause, ne? Sollte ich mal eine Marke setzen? Dann eine Marke setzen. Oder, ja doch, komm. Klatsch. Yippie-yay. Ja. Oh, der zeigt mir aber gar keinen Weg an. Krass. Oder muss ich einen Wegpunkt setzen? Gibt es hier 2 verschiedene Sachen? Ja. Ah, geil. Das ist cool. Man kann Markierungen unabhängig von Wegpunkten setzen. Das ist ziemlich geil. So, den können wir jetzt erstmal entfernen. Dann zack. Und dann wird er... Ah, ist das cool. Wir könnten eigentlich... Ja, Wurfmesser müssen wir eigentlich wieder einsammeln. Habe ich eben nicht gemacht, ne? Ja, und wenn die Knarre wenden, dann im Anschlag. So, bereit quasi. Dann können wir mal so 1, 2 Hasis und so, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. Schauen wir uns mal ein bisschen die Gegend an. Hallo! Howdy. Valentine.
sir. Jo. Ups. Mach das nochmal. Wasser. Ja, cool. Nein. So. There, boy. Außerdem könntest du eigentlich mal... Na, wir haben gar keinen Striegel, ne? Wir können den nicht striegeln. Oder brauchen wir dafür einen Stall oder was? Das ist ja jetzt interessant. Tennessee Walker. Ausrauben. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Verärgern? Nö, wir haben sie jetzt gegrüßt und das muss reichen. Nicht negativ reagiert. Kann denn nichts Normales mit der quatschen irgendwie? Ich meine, ich möchte jetzt nicht einfach so in ihre Hütte reinspazieren. Das finde ich bestimmt nicht so toll, oder? Huh? Got any idea what time it is? Sorry, can't help you there. Okay, ja, danke. Dann bin ich mal wieder weg. Pferdchen ist zufrieden. Dann können wir ja wieder. Es ist wirklich absolute Entschleunigung, ne? Wie geil. Ein Friedhof, aha. Ein kleines Dörfchen. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind schon in Valentine. Das sah so weit aus. Krass. Okay. Dann können wir ja mal beim Sheriff reinschauen, denke ich. Sheriff. I shot the sheriff. Ja, kannst du haben, ein paar Cents. Später. So, dann gehen wir nochmal zum Dr. Sheriff. Well, looky here. Maybe this is our man. Huh? You a bounty hunter, mister? Yeah. Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Mind you, I don't need to know that much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? Yeah, yeah. The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Naja, immerhin ein fürsorglicher Sheriff, der darauf achtet. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Dass die Geschädigten auch noch was bekommen. Benedict Albright, selling hung fools, substance. Ja. Ach so, ein Giftmischer. Okay. Hier gibt's nichts. Untersuche die Schlucht. Gesucht. $50 Belohnung. Benedict Albright. Lebendig gesucht. Wegen des Verkaufs schädlicher Substanzen als Wunderheilmittel. Er ist auf der Flucht, sollte sich aber in der Nähe von Valentine aufhalten. Alle sachdienlichen Informationen oder Belohnungsansprüche sind zu richten an das Büro an Konrad Tenz in Wien.
oder hier an Eduard Zimmermann beim ZDF. Jo, nee, dann holen wir uns den oder wollen wir erstmal weiter in der normalen Story. Oh, da wird aussehen, was für eine Schlucht ist da hinten. Ja, so weit ist das nicht. Wir waren gerade eben hier. Mensch, okay, könnten wir machen. Wir brauchen ihn lebendig. Mhm. Schon mal ein gutes Ding. Ne? Da haben wir das griffbereit. Oh, guck mal, wir haben fast alle Waffen hier dran. Ah, auch nicht so gut, aber egal. Let's go, boy. Doch, bevor wir losreiten. Genau, erstmal kurz ein bisschen tätscheln, ne? So. Na, nochmal ein Bein kratzen. Alter Falter, ist das gemütlicher. Und ich muss noch nicht mal in so einem Sattel sitzen, ey. Ruhe. Ja gut, also der sagt ja irgendwas von Schlucht und denk mal. Ja. Sollte so ein bisschen eventuell vielleicht noch den Weg folgen, weil eine Schlucht ist halt eingezäunt von zwei hohen Wänden und eventuell muss ich einen speziellen Weg in die Schlucht. Ne? Also von daher gehen wir auch mal diesen eigentlich offensichtlichen Umweg. Nehmen wir den mal mit in Kauf. Dir das an. Aber auch nur, weil es da keine Wege hin gibt, ne? Also wenn wir jetzt auf die Topologie achten, geht das da eigentlich mehr oder weniger in großen Treppen runter. Naja. Okay. Hoppeln wir trotzdem mal hier lang. Wie kann ich meinem Pferd jetzt Haferkekse geben? Weiß das einer? Das leistet echt super Arbeit mit so einem alten Sack wie mir hinten auf dem Rücken mit seinem Sekundenschlaf und so. Das hält immer treu die Spur. Ist noch nie weggelaufen. Und trägt alles, was ich hier aufbaue. Oh, das ist ein Hasi. Könnte man eigentlich. Aber nee, wir haben was zu tun. Wir sind im Auftrag des Sheriff unterwegs. Finde den Gesuchten. Ja, werden wir tun. Ja. Aha, das ist ein Hotter. What we got here? So. Wieso soll ich den konfrontieren? Ich habe gar nicht vor, den. Ich will den direkt. Oh. Steckst du mal die Knarre weg, Alter? Außerdem hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir das Ding da benutzen. Ja, schau. Tja, pass mal auf. Wollen wir den direkt. Ah, der steckt das weg. Wir können gar nicht. Okay. Konfrontieren. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Nein, sir. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. I heard good things. I'll pay in gold. If you could help me find him. It's just, my mother's real sick. Oh,
Well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Ja. Finest medicine in the state. Ja, na klar. Nee, ist schon klar. Ups. Zack. Und? Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. Yeah. I'm a scientist. Okay. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Natürlich. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Oh, shit. Nein. Sorry. Na ja, gut, dann müssen wir ihn einholen. Ah, siehst du hier, das treue Hotte, Alter. Ja? Total genial. Um die Kinokamera einzuschalten, sag mal. Geht's noch? Wo ist der denn? Ach, der ist schon nach vorne. Swim to the edge. Grab on to something. All right. Fuck, 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 fuck. Ja, das wird so nix. Ja, 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 ja. Genau. Ist eigentlich keine Hilfe verliebt. Alter, wie soll man denn da schnell reiten und, weil man muss ja hier tippen und da tappen. Ah, das ist zu viel für meinen kleinen alten Buddy. Ach nee, wirklich? Help! Help! Have you got a lasso? Look what we got here. Come here. Come here. Hey, habe ich den jetzt gerade freigelassen? Ich glaube, ich spinne. Alter, geht ja mal gar nicht. Lass ich den schon wieder frei, ich Döfchen. So, jetzt aber. Eieieiei. Ich hab's verstanden. So. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Schafe da nie bekommen habe. Oder die anderen Möhrenfresser. Mensch, Mensch, Mensch. Bam. Erstmal Klappe halten und einpacken. Erstmal plündern, genau. This is very kind of you. Cool. Aufheben. Was? Wir haben schon 345 Tacken? Das ist ja cool. Ein bisschen dunkel ist wieder. Ich habe mal wieder das Nachttalent gebucht für mich. Komm, mein treues Pferd, mein treuer Zosse. Ich höre hier komische Stimmen. Zwei komische Typen, höre ich. Okay, boy. Wenn du mit einer gefesselten Person auf dem Rücken deines Pferdes durch Wasser reitest, könnte sie herunterfallen und dabei ertrinken. Okay, das nehmen wir in Kauf. So, wir müssen eher auf die andere Seite. Alles klar, dann müssen wir wirklich so ein Cross machen. Ja. Wir sind eben an Zweien vorbeigeritten. Na ja, schauen wir mal. Very good. Oh.
Ach, jetzt habe ich die Kinokamera schon wieder ausgemacht. So. Ja, auf jeden Fall. Cool, ich habe meine erste außergruppliche Aktivität unternommen. Ich habe fremden Menschen geholfen. Sir, I must warn you, my temperature is subnormal. I have medicine in my pocket. Would you pass it to me, please? You do seem to keep blacking out. Ich glaube auch, dass es eben auf der Reise noch ein paar Mal schwarz vor Augen wird, wenn nicht bald der Sheriff auftaucht. Aber wir sind ja schon fast da. Come on, ladies, is this her final smile on you? Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Who made you judge? Na, wie cool. Ich wollte eigentlich mein Pferd anbinden, aber das ist mir schon mal passiert. Ja, das ist ja gut, Mann. Ich bin ja schon aus dem Weg hier. Ist ja gut, Mann. Ich bin gut. Easy going, Mann. So, Benedict Albright nehmen wir mal eben auf die Schulter. Den nehmen wir mal auf die leichte Schulter. Dann teilen wir ihn mal noch gemütlich zum Sheriff. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Wollen wir mal. Dann mach mir auch die verdammte Tür auf, Mensch. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Yeah. Wir haben tatsächlich auch noch die gesamte Summe kassiert. Das ist ja geil. Können wir uns eigentlich gleich mal eine Zeitung kaufen? Ich sag deswegen gleich, weil ich gehe jetzt mal ganz schnell die Tena bringen und höre sofort auf, dieses Lied zu singen. Bis gleich.